Oriflam wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Sowas braucht Zeit. Vor allem, wenn es um zwei so alte Sturköpfe wie die beiden geht. Viel wichtiger ist aber, Schledon hat wieder dieses Leuchten in seinen Augen. Mir persönlich reicht das schon. Wahrscheinlich braucht er hier aber noch eine Weile. Also geh doch schon mal vor. Ich sorg dafür, dass er heil nach Hause kommt. Du aber auch bitte. Die Kohle können wir ihm ja später geben. Alles klar. Dann wird's eine schöne Überraschung. Da seid ihr ja. Und beide noch heil, wie ich sehe. Ja, wir wollten nicht zu lange bleiben. Aber das ganze Dorf hat sich den neuen Blasebalg angesehen. Genauer gesagt, alle bis auf Soltan. Der hat sich nicht blicken lassen. Ah, da fällt mir ein. Ich habe etwas für dich. Ist das Kohle? Woher hast du die? Und er wollte wirklich, dass ich sie bekomme? Wollte er. Ich vermute, er möchte sich mit dir versöhnen. Kaum zu glauben. Aber du weißt, ich würde euch niemals im Stich lassen. Jeden Tag, an dem ihr da draußen meine Schwerter schwingt und meine Rüstungen tragt, vertraut ihr mir eure Leben an. Es gibt keine größere Ehre für einen Schmied. Ich werde sicher nicht bei Soltan um Vergebung betteln, aber seine Kohle werde ich gut zu nutzen wissen. Und wenn ich damit auch nur ein Leben retten kann, dann bin ich ihm dankbar. Wie hat er mich genannt? Ein Genie? Und er hat wegen mir schlaflose Nächte gehabt? Na dann, zurück an die Arbeit. Ich habe einen Ruf zu bewahren. Schön, dass du wieder ganz der Alte bist. Ich weiß nicht, wie ihr zwei es mit mir aushaltet. Aber ich bin froh, dass ihr es tut. So, wo war ich? Ach ja, ich wollte Soltan zeigen, wer hier die Nummer 1 ist. Und dabei sind die beiden sich so ähnlich. Sture Böcke. Ein bisschen Konkurrenz wird ihm guttun. Das stimmt, aber... Wirklich schade, dass sie sich nicht versöhnen konnten. Naja, es ist, wie es ist. Typisch Ledon, aber er ist wieder er selbst. Das ist die Hauptsache. Was willst du? Ist noch was? Dieser Mistkerl nimmt auf uns weniger. Ah, Sid, mir ist nicht entgangen, dass sich etwas in deiner Tasche höchst verdächtig windet. Hier. Die ist jetzt dein Problem. Welch phänomenales Exemplar. Das Fleisch pulsiert vor lauter Lebenskraft.
Denk nur, wie wirksam der Dünger daraus werden wird. Also gut, dann will ich keine Sekunde mehr verschwenden. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und die Ranke verarbeiten. Vielen Dank für die Hilfe. Es ist genau wie erhofft. Siehst du das? Wie die Nixenkelche sich freuen? Und wenn ich mich nicht irre, höre ich die Wurzeln wachsen. Sicher werden von diesem Dünger auch die anderen Pflanzen hier im Versteck profitieren. Freut mich, dass ich helfen konnte. Du hast nicht nur geholfen, Sid. Du warst unsere Rettung. Erinnerst du dich noch an den Extrakt, den ich dir gegeben habe? Ich habe mehr davon hergestellt und diesmal die Blätter der gestärkten Nixenkelche darunter gemischt. Und du wirst es nicht glauben, aber die Wirkung hat sich fast verdoppelt. Bitte nimm diese Ampulle als Dank für deine Hilfe. Den Rest werde ich... Sid, ich habe gehört, du hast mit aus Canva mitgebracht. Also wenn ich mal erwachsen bin, will ich auch... Amber und das Lazarusviertel sind also... Gut, dass du zurück bist. Taya steht kurz vor dem Zusammenbruch. Ist das das Richtige? Ja, ist es. Danke, Clive. Ich gebe Patienten nur ungern Elysia, aber Taya hat recht. Manchmal geht es nicht anders. Eine einzige Dosis betäubt selbst den quälendsten Schmerz. Und alle anderen Empfindungen. Eine sanfte Art zu sterben, aber der Tod ist es trotzdem. Gäbe es nur einen anderen Weg. Wie fühlst du dich? Leicht, befreit, als triebe ich im Meer. Gut, lass einfach los. Die Wellen werden dich an einen besseren Ort bringen. Danke, Taya. Ich bin so stolz auf dich. Er ist tot. Danke, Roderick. Und dir, Clive. Ich werde ihn zur letzten Ruhe betten lassen. Der Mann, dem du geholfen hast, war mein Mentor. Auf den südlichen Inseln, an der Front eines sinnlosen Krieges. Ich war noch ein Kind, als man mich in Sanitätszelte schickte, um mit meiner Gabe zu helfen. Doch die Fäule war überall und ich konnte kaum etwas tun. Bis dieser Mann mich in der Kunst der Heilung unterwies.
Eine Kunst mit großem Nutzen. Die Tränen der Gnade waren sein Geschenk an alle leidenden Träger. Eine Erlösung von den Qualen, die der Fluch bringt. Eine Gnade, die Sid gut geheißen hätte. Du weißt so gut wie ich, wie das Leben eines Trägersoldaten ist. Er zieht von einer Schlacht zur nächsten. Und jede könnte die letzte sein. Einem Kommandanten mögen all die verschlissenen Träger ja egal sein. Doch das Geschenk meines Mentors gewährt den Sterbenden wenigstens am Ende einen flüchtigen Moment der Ruhe. Ich habe keine Tränen mehr übrig. Dafür habe ich zu viele Menschen verloren. Es muss sich etwas ändern. Wir müssen die Veränderung herbeiführen. Das werden wir. Versprochen. Das hoffe ich. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Deine Gönner sind sehr großzügig. Hier, bitte. Viel Glück da draußen, Sid. Paps hatte den Durchblick. Er wäre stolz auf dich, Matt. Es mag sein Erbe sein, aber es ist dein Erfolg. Fangen wir sie noch ab? Die Einherjahr ist eines der schnellsten Schiffe aller Zeiten. Und der Wind steht auch günstig für sie. Jedes andere Schiff könnte da kaum mithalten, geschweige denn sie einholen. Doch, das ist nicht irgendein Schiff. Das ist die Enterprise! Sowas wie Paps Mithril-Antrieb hat die Welt noch nicht gesehen. Da hast du recht. Clive, was weißt du über Barnabas Tarm? Kaum mehr als die Barden singen. Dass er aus dem Süden nach Ashra segelte. Mit der Gewandtheit seiner Klinge die Macht errang. Und dass sein Schwert, Odins Schwert, selbst die Fäden des Schicksals zerschneiden kann. Aber lassen wir uns davon nicht verunsichern. Wir kämpfen für unser Überleben. Überleben? Das Licht! Ich dachte, das wäre ein Versteck hier! Mit! Gesellschaft! Was? Wir halten sie auf, bis wir ablegen können. Beeilung! So ein Dreck! Alle Mann! Auf eure Posten! Seid ihr bereit? Sie kommen!
sieht's aus, Matt? Du hast doch gesagt, das Schiff sei schnell! Halt! Ich hab mich seit Jahren nicht so lebendig gefühlt! Kommt ruhig! Wer von euch will meinen Oger schlechter als nächster kosten? Ist sie eben nicht noch Herzbrecher? Das wäre geschafft. Hey, ihr Waschlappen! Alle Mann an Bord! Es kann losgehen! Aye, aye, Captain! Clive? Aber ich dachte, er wäre... Verflucht. Das hatte ich befürchtet. Sleipnir ist kein Mensch, sondern eine Schöpfung Odins. Feuriger Phönix Federbusch? Hast du keine normalen Feinde? Für Runde 2? Na logisch. Oder Lord Rossfield? Mein Junge, früher nannten mich die Leute den Vollstrecker. Oder war es meine Angst? Ach egal, gleich werden hier ein paar Köpfe rollen. Matt, neuer Plan! Lauft aus, wir folgen! Folgen? Weil die schwimmen? Ach, hol mich der Ankerlichten! Antrieb, langsam voraus! Gebt Acht, Freunde. Durch die Adern eines Egi fließt kein Blut. Sie werden nicht leicht zu besiegen sein. Ich
werde sie fällen, wie der Holzfäller seine Eichen schlägt. Mein Bein wird euch beugen. Wie lange sollen wir sie noch hinhalten? So lange wie nötig. Oder hast du eine bessere Idee? Na, mindestens 5 von denen habe ich schon erledigt. Scheiß drauf. Den Rest schaffen wir auch. Was willst du? Ah, das wäre doch nicht nötig gewesen. Du weißt, was diese Fesseln tun. Du bist mein Geschenk an Mythos. Du nutzt mir nur unversehrt. Wäre zu schön, wenn Mit einen Antrieb über hätte.
Seit du auferstanden bist, geht es mit mir stetig bergab. Sag mal, bist du dir deiner Sache wirklich absolut sicher, Clive? Deine Feinde übertreffen sich an Furchtbarkeit und Übermaß. Ja, und sie bestimmen, wie wir leben und sterben. Reicht dir das als Antwort? Du hast den gleichen Blick wie dein sturer Vater, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Auf dem Schlachtfeld bin auch ich nur eine Axt. Eine tödliche, aber dennoch nur eine einzige. Doch was du brauchst, sind Tausende. Ich hoffe, mein alter Freund in Randela wird uns helfen können. Pass auf dich auf. Ich habe dir noch vieles über deinen Vater zu erzählen. Und das kann ich wohl schlecht, wenn du tot bist. Mal wieder. Viel Glück, Onkel. Und ich hoffe, der Wind steht gut. Und du, Joshua, schone dich. Das werde ich beherzigen. Leb wohl, meine Neffen. Wenn ihr mich wiederseht, führe ich eine ganze Armee ins Feld. Wow, wow, wow. Bis bald. Durchziehen, Freundchen. Gut. Wird Zeit, dass wir uns um unseren Teil kümmern. Sonst hält er uns das ewig vor. Was habe ich getan? Milord!